Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Guckt mal, die Zwiebeln sind fertig. Die Rüben auch. Und das Flachs hat sich mittlerweile komplett verpisst. Ach Manu, ärgert mich immer noch. Aber ja, was will man machen? Wir werden diese Folge nochmal eine Runde durch die Ebenen spazieren. Ich würde ganz gerne noch ein weiteres Dorf finden. Das wäre mega geil. Und wenn wir das erledigt haben, würde ich sagen, machen wir uns mal wieder ein bisschen weiter an die Bauerei. Guck mal, es wird irgendwie immer fertig, sobald ich hier bin. Aber es wächst halt trotzdem alles komplett unterschiedlich. Es ist irgendwie ein bisschen anders als so, wie wir es bisher kennen. Ja, also, wenn wir noch ein Dorf gefunden haben, was ich doch hoffe, weil ein bisschen mehr Flachs brauchen wir aus den 4 Flachs. Das dauert zu lange, bis wir daraus genügend gemacht haben. Wenn wir das gefunden haben, dann würde ich sagen, machen wir erstmal wieder ein paar Folgen Bauerei. Und zwar das Haupthaus. Guck mal, da, fertig. Jawohl. Das hier ist gesund, das braucht noch. Können wir schnell noch ein bisschen was bauen. Ja, dann machen wir auf jeden Fall am Haupthaus weiter, weil wir müssen eben ein bisschen die Zeit vertreiben. Und zwar die Zeit, die das Flachs und die Gerste braucht zum Wachsen. Von daher fände ich es gar nicht so doof. Da können wir schön ein bisschen bauen nebenbei. Da vergehen ein paar Tage. Können wir immer mal ganz schnell hier rüber teleportieren und gucken, wie weit es ist und immer wieder neu anpflanzen. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Und deswegen möchte ich es gerne so handhaben. Bam! Erste Todeskido, finito. Ja, so Nebel ist gar nicht mehr so geil in den Ebenen. Irgendwie hat man da noch mehr Angst vor den Todeskidos. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch ein weiteres Dorf. Obwohl ich halt glaube, dass die Ebenen hier nicht mehr allzu groß werden. Hier drüben sind wir auf jeden Fall am Wasser. Hier ist nicht mehr viel. Da vorne kommt Gebirge. Ah, könnte knapp werden. Oder wird knapp. Naja. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir irgendwo anders noch ein paar Ebenen finden. Ich denke schon. Das ist alles Gebirge, ne? Ja, und hier kommt jetzt dunkler Wald. Ja, schade, schade. Aber nicht schlimm. Was sind denn das hier eigentlich für Dingers? Nehmen wir da normales Holz raus? Normales Holz, okay. Dann muss es ja mal ausprobieren. Guck mal, hier ein Bienenstock. Bam, her mit der Königin. Honig habe ich bekommen. Aber keine Königin. Wieso denn das? Hallo? Ja, irgendwas? Ach hier, der kleine Gräuling, da hat er sich versteckt. Gut, jetzt gab es noch die Königin. Dann ist ja soweit wieder alles I.O. Drüben sehe ich noch ein paar Pilze. Wir lassen sie aber mal liegen. Nö, und hier ist dann Schluss mit lustig. Schade, schade, schade. Dann gucken wir gleich mal auf die Karte, wo wir als nächstes... Aua, ach Menno, die sind aber auch immer flink, ne? Ach, das... Au, 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 jetzt müssen wir langsam aufpassen. Zwei auf einmal, einer zu viel. Bam, weg mit dir. Oh, guck mal, und drei Lochse. Ich bin ein bisschen lebensmüde heute. Habe ich das schon mal erwähnt? Ach, ich würde sie so gerne füttern. Die stehen so... Die sehen immer so lieb aus. Ich weiß auch nicht. Und dann drehen die sich rum und flippen völlig aus. Ich freue mich drauf, den ersten zu zähmen mit euch. Steht auch noch ganz weit oben auf der To-Do-Liste. Versprochen. Was sind da hinten? Da sind wieder ein paar Fullinger. Die ollen, besoffenen Raudis. Ja, und das war's. Okay, ich hoffe, wir haben mal kurz eine Sekunde Ruhe vor irgendwas. Dass wir mal gucken können. Was machen wir am dümmsten? Das Boot steht noch hier drüben, ne? Wünschelrute? Ach so. Ah, hier können wir nochmal graben. Ja, das Boot steht noch hier drüben. Wir müssen eigentlich einmal direkt übers Gebirge. Ich würde sagen, wir laufen mal drumherum. Vielleicht wäre es da kürzer drüber, aber ich laufe jetzt hier einmal drumherum.
Irgendwie ist was komisch mit dem Licht hier, blitzt es die ganze Zeit. Ich würde nämlich sagen, wir hauen uns aufs Boot und gehen nochmal ein bisschen hier in die Richtung. Ich meine, wenn wir am Ende wieder an der Basis rauskommen, ist ja nicht schlimm. Aber hier werden wir ja auf jeden Fall irgendwo Ebenen finden. Jetzt ist nur die Sache, wir müssten rein theoretisch uns nochmal Zeug mitnehmen für ein weiteres Portal. Und noch wieder zwei Todeskidos. Also an denen mangelt es nicht, das gefällt mir. Weil halt Nadeln und so. Können wir gut gebrauchen. Zack, da haben wir wieder eine. Oh oh. Jetzt war die Ausdauer fast leer. Zum Glück konnten wir nochmal zuhauen. Und da gab es zwei Nadeln. Perfekto. Ich würde aber sowieso mit euch, wenn wir uns jetzt auf die Reise machen. Oh, guck mal, Flax ist fertig. Würde ich eh mal den Skill mitnehmen von der Drachenmutti, wegen Rückenwind und so. Wenn wir jetzt schon mal auf dem Wasser sind, müssen wir den natürlich auch ausprobieren. Das wäre schon geil. Deswegen, wir hauen uns hier einmal ins Portal. Gucken, dass wir uns 4 Suttlingkerne einstecken. Ach Mist, wir haben kein Edelholz. Ach Mann. Das gute Edelholzener. Irgendwie hängt es zurzeit immer daran. Was habe ich noch gesagt vor ein, zwei Folgen? Wir nehmen natürlich nur genau so viel mit, wie wir brauchen. Alles andere müssen wir dann später nochmal holen. So viel später ist es gar nicht. Und wir sind wieder an dem Punkt angekommen. Wir können gleich mal gucken. Auf jeden Fall wurde irgendwas mit der Musik geändert. Wir können gleich mal gucken. Haben wir Birkensamen? Gibt es sowas? Bestimmt, oder? Hier, guck mal, 4 Stück bloß. Warum haben wir denn plus 4 Birkensamen? Was ist denn mit den anderen passiert? Wir haben so viele Buchensamen. Und das war's. Schade. Naja, dann hauen wir die hier vorne gleich mal mit rein. In den Boden. So, hier, zack, Nadel noch rein. Holz, nee, Holz, na, warte mal, nee, na doch, wir brauchen auch Holz. 10 Holz brauchen wir. Für die Werkbank. Wir brauchen 20 Augen. Haben wir auch. 4 Sotlingkerne, die sollten wir auch noch haben. Hä? Hä? Ach, haben wir die alle verbraucht? Echt jetzt? So viele? Ich war doch extra noch letztens welche sammeln. Aber ich glaube, wir haben das hier für die Windmühle und so gebraucht. Ne, Windmühle nicht. Aber für irgendwas haben wir Suttlingkerne gebraucht. Hier 4 Stück für den Steinofen. Aber ich war doch so viele sammeln. Schmelzofen. Hochofen, auch nochmal 5 Stück. Haben wir die komplett verbraucht oder habe ich Dödel die wieder irgendwo hingepackt, wo ich sie nicht finde? Ach, Menno. Das ist natürlich ein bisschen schade jetzt. Tut mir leid. Wir haben hier unten noch ein ABC-Portal. Das bringt uns aber nichts wegen dem Boot. Sonst müssten wir wieder hier hoch. Müssten das Boot kaputt machen. Ah, oh, das dauert so lange. Dann müssten wir uns jetzt hier hin teleportieren. Wo haben wir denn unsere Hütte? Irgendwo hier oder so? Müssten hier rüberlaufen, kaputt machen, wieder hier rüber mit Portal nach Hause. Damit Portal hier runter, Boot hier bauen. Boah, Leute. Ist mir ein bisschen zu aufwendig gerade. Tut mir leid. Was haben wir denn hier oben? Boot. Wir haben hier auf jeden Fall noch irgendwie ein Boot stehen, oder? Also, guck mal, hier an der Insel des Todes haben wir ganz viele Floße. Flößchens. Da könnten wir uns natürlich fix hier rüber machen, weil hier sind auf jeden Fall Ebenen. Ich habe nur ein bisschen Angst. Wo war denn die Seeschlange? Welche haben wir denn das letzte Mal gekillt? Wir haben die gekillt, ne? Ja, die haben wir nicht getötet. Komm, wir machen es so. Wir hauen uns nochmal fix pennen. Sorry für die lange Überlegung gerade, aber es sollte auch geplant sein. Jetzt müssen wir halt bloß ein bisschen hoffen, dass wir direkt mit dem Floß jetzt nicht auf eine Seeschlange treffen. Ich meine, wir haben die relativ easy das letzte Mal kaputt bekommen, aber wenn natürlich das Boot weg ist und du im Wasser bist, hast du halt nicht mehr so groß Chance, ne?
Im Traum lachst du, doch als du erwachst, ist dein Gesicht feucht von Tränen. Wie traurig. Guten Morgen. Ja, ist ein bisschen doof. Wir haben halt leider einfach keine Sotlingkerne mehr. Ich wollte mir da schon längst mal so ein Farming-Ding bauen. Mit diesen brennenden Viechern aus dem Sumpf. Wir wollten eh mal noch in den Sumpf gucken. Aber das machen wir in einer der nächsten Folgen. Ich will jetzt nicht so lange hin und her überlegen. Wir hauen jetzt erstmal fix den Spaß hier wieder weg. Zack. Die Birkensamen können wir jetzt erstmal einstecken lassen. Ich will nicht mehr so viel Zeit verdrödeln. Ich wollte mit euch heute ein bisschen was schaffen. Zack. Und zwar haben wir jetzt alles. Wir haben auf jeden Fall Pfeile, wir sind ausgerüstet. Wir haben bloß noch eine Loks Fleischpastete, aber die hält noch eine halbe Stunde. Guck mal. Das hauen wir dann gleich nochmal nach. Ja, ist erstmal okay. Weiß nicht, ob wir das Portal von der Insel des Todes einfach runternehmen und hier oben hinstellen. Ja, ich denke, das ist der Plan jetzt. Mal gucken. Vielleicht sterben wir auch und ich heule wieder ewig lange rum. War das Schlange? War Schlange, ne? Wir haben so viele Portale. Ich muss mir die alle mal... Ich nehme mir jetzt demnächst mal Zeit, gehe durch alle Portale und markiere mir auf der Karte, wo die sind und wie die heißen. Habe ich schon so lange vor. Aber irgendwie mache ich es nie. Also wir sind auf jeden Fall schon mal hier richtig. Dann können wir nämlich die Werkbank gleich abbauen, nachdem wir das Ding abgebaut haben. Zack. Es hieß Schlange. Ich muss es mir merken. Und bevor hier die ganzen komischen Monsters... Die Musik hier ist alleine schon so. So von wegen verpiss dich. Ah nein. Nein, Schlundi kommt. Wo ist denn das Ding hier? Zu weit. Jetzt haben wir's. Bam. Schlundi haut bloß ab. Wie konnten wir das steuern? Hier hinten war das Ruder. Zack, zurück, du Luder. Ich hoffe jetzt einfach, die Schlundis sind nicht so aggressiv. Nein, jetzt habe ich vergessen. Ach, schade. Ich habe vergessen, den Skill mitzunehmen. Aber ich sag mal, bei dem kleinen Floß... Na ja, gut, wäre es wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber egal. Wir müssen uns jetzt einmal rumdrehen. Wir haben natürlich... Wie steht der Wind? Der Wind steht so... Wir müssen da hoch. Naja, es geht. Könnte schlimmer sein. Und jetzt erstmal ein Stück geradeaus hier. Aua, 9 Schaden. Verpiss. Ah, nee, ich muss mich um die Schlundis kümmern. Die hauen mir das Floß kaputt. Habe ich keinen Bock drauf. Das sind wieder so viele. Ach, vor allem, warum treffe ich die nicht? Die sind genau vor mir. Ich hau volle Bude rein. Jetzt aber. Eigentlich hätte ich gerne die Blutsäcke mitgenommen. Oh Gott, das ist fast kaputt. Von so ein paar Schlundis. Leute. Oh, ist in ganz schlechten Zustand. Ich weiß nicht, ob die Idee gerade so gut ist, damit jetzt hier hoch in die Ebenen zu machen. Nehmen wir lieber das Floß da drüben. Komm. Die Sache ist nämlich, was ich nicht bedacht habe, wenn wir jetzt sterben... Dann haben wir nicht mal ein Portal. Den Blutsack kriege ich leider nicht. Schade. Ja, komm, da renne ich jetzt lieber einmal hier rüber. Wir schnappen uns nochmal das Ding in der Hoffnung, hier kommen jetzt nicht auch gleich wieder 30 Schlundis an. Ich glaube, das Floß hier ist ein bisschen gestrandet. Das müssen wir etwas nach draußen drücken. Komm. Schwimm dagegen. Jawohl. Jetzt kommen Schlundis. Nahkampf. Boxkampf mit Schlundi. Bam. Zack. Draufspringen? Nee, komm, das schaffen wir mit einem Sprung. Da will ich nicht erst... Okay, wir schaffen es nicht. Ah. Aber lieber die greifen mich an als das Boot. Wir müssen jetzt erstmal die Schlundis hier weghauen. Überleben sollten wir es ja. Komm, wir hauen hier mal die Pastete rein und zack und zack. Bam. Auch noch. Dann können wir uns zumindest noch ein paar Blut... Tränke snacken. Und Attacke. In der Zeit, ja, das war die bessere Idee. Das Floß ist definitiv ein bisschen besser am Start. Wir haben einigermaßen Wind. Jetzt nicht perfekt, aber könnte auch schlimmer sein.
Und guck mal, eigentlich müssen wir bloß bis hier hin. Weil hier sind schon Ebenen. Jetzt einfach Daumen drücken, dass hier keine Schlange kommt. Weil wenn wir dann sterben, wir haben kein Portal mehr hier. Wieder ein bisschen risikoreich die Aktion gerade. Aber guck mal, wir haben schönes Wetter. Das war meistens ein gutes Zeichen. Ja, die Fähigkeit habe ich jetzt vergessen von der Drachenmutti. Ja, die probieren wir irgendwann später mal aus. Würde mich einfach freuen, wenn wir irgendwie hier drüben ankommen. Ich das Portal da hinstellen kann. Und wir ein neues Gebiet der Ebenen zu erkunden haben. Ja, dann wird es wohl nächste Folge noch nicht so ganz was mit bauen. Ach, und es wird natürlich direkt wieder schlechtes Wetter. Es ist einfach immer so. Es kommt bestimmt gleich eine Seeschlange und macht uns platt und unser ganzes Zeug liegt dann mitten auf dem Meer. Wir haben kein Portal. Und dann, na gut, doch, wir haben hier ein Portal. Also so schlimm wäre es gar nicht. Ja, dann werden wir es nächste Folge nicht ganz schaffen, anzufangen zu bauen. Es sei denn, wir kommen jetzt hier direkt an den Ebenen an und haben ein Dorf. Aber selbst dann wird es knapp. Aber ich denke, ihr versteht so, was der Plan ist. Auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Flachs finden, dass wir das schneller vermehren können. Dann bauen, dass in der Zeit Flachs und Gerste wachsen kann. Und dann können wir immer mal was abernten. Den ersten Leinenzwirn herstellen. Und können uns dann immer so Stück für Stück die bessere Rüstung bauen. Ist die Frage, oh Gott, wir driften ja richtig ab. Wie ist denn das passiert? Waren wir nicht gerade auf ganz anderem Kurs? Wahnsinn, wir können gehen. Es war Top-Wetter. Wir gehen mit dem Floß hier raus und zack. Gefühlt halber Tsunami am Start. Aber okay, hier vorne ist schon was. Aber es ist, glaube ich, nur eine kleine Insel, oder? Ich weiß nicht, was es ist. Die Sicht ist zu schlecht, um es zu erkennen. Ist das schon Festland? Ich habe keinen Plan. Ah, das könnte ein Dorf sein. Jawohl, ich glaube. Das sieht gut aus. Jawohl, ey, wie viel Glück haben wir denn bitte? Sehr schön, jetzt kommen wir hier natürlich dooferweise direkt an. Ich hoffe einfach mal, dass die uns nicht direkt attackieren. Oh Gott, und gleich so ein großer. Oh nein. Wir haben zumindest Knochenwanst noch mit dabei. Und wir haben die Nadel. Ah, 29 Stück, aber das ist okay. Es könnte schlimmer sein. Wir müssen aber jetzt erstmal ganz unauffällig. Irgendwo gerade ging's hier. Komm schon. Wir müssen erstmal schnell ein Portal bauen. Wenn wir sterben, muss das Portal stehen. Hier irgendwo. Ja, es ist nur ein Millimeter. Zack. Hä? Ah Gott, ich bin gerade erschrocken. Und. Ah, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Bisschen doof gelaufen, ich gebe es zu. Na, der jetzt gleich hier am Start ist und so schnell ist. Aber mit den guten Nadelfeilen wird das werden. Hui. Den da unten müssen wir mal noch kaputt hauen. Ja, wobei, der haut uns 40 Schaden rein. Ich weiß nicht, ob wir direkt schon Knochenwanst aktivieren wollen. Würde eigentlich lieber noch ein bisschen warten. Das Problem ist, wir locken hier immer mehr Viecher an. Also Fullinger und Berserker und keine Ahnung was. Boah, ey geil. Da haben wir wieder ein bisschen Edelholz. Danke dir, mein Freund. Wir müssen den Kleinen erstmal kaputt kriegen. Aua, ja genau deswegen. Ne, wir müssen jetzt erstmal den Kleinen kaputt hauen. Der geht baden. Oh nein, oh nein. Au, 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 oh Gott, oh Gott. Knochenwanst an, Knochenwanst an. Nein, nein, wir sind gleich tot. Ah, wir brauchen hier einen Lebenstrank und Dings und zack und komm, Attacke, gib mir Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, was ist hier los? Scheiße, davon ist ein totes Kido. Wir müssen erstmal hier ein bisschen ins Landesinnere. Wir werden gerade, es überfordert mich gerade ein bisschen. Geil, den haben wir erwischt. Ich weiß nicht, wollen wir hier einfach reinprügeln? Wir haben ja eh gerade Knochenwanst an. Vielleicht ist das gerade die beste Variante. Ich bin mir nicht sicher. Boah, wie viele sind denn das aber auch, ne? Guck mal da hinten. Da ist noch eine komplette Armee. Zum Glück haben wir Knochenwanst dabei gehabt. Hätte ich jetzt doch das von der Drachenmutti genommen, hätten wir ein Problem gehabt. Also Glück im Unglück.
oder Glück durch meine Verpeiltheit. Wie man es auch nennen mag, wir hatten auf jeden Fall Glück. So, jetzt können wir die erstmal perfekt blocken. Aua, 20 Schaden? Wohl Knochenwanz am Start ist. Weil wenn die hier so am Taumeln sind, kriegen die immer viel mehr Schaden. Ich krieg den nicht perfekt geblockt. Ich habe einfach keine Chance. Ich weiß nicht warum. Ich habe es gerade zweimal versucht und wir kriegen sogar verdammte 30 Schaden dadurch. Also Stufe 2, also die sind schon nicht ohne. Boah, da habe ich ja gar keinen Bock auf den ersten Berserker Stufe 2. Der wird bestimmt richtig eklig. Loot können wir später nochmal gucken. Ich möchte jetzt erstmal jede Sekunde Knochenwanst ausnutzen, die wir haben. Die haben meine Werkbank kaputt. Hey, ihr Schweine, lasst das Portal stehen und meine Werkbank. Wir müssen die weglocken. Das geht so nicht. Ach ja, können wir den eigentlich blocken? Naja. Ui, 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 beruhig dich. Beruhig dich. War gar nicht so böse gemeint. Jawohl, jetzt haben wir ihn gut geblockt. Und zack, jetzt ist der Berserker futsch. Jawollo. Wir machen heute mal wieder ein, zwei Überminuten. Schlechter Moment zum Aufhören. Ich denke, ihr gebt mir recht. Ja, oh, ich kann dieses hässliche Gelache von denen irgendwie gerade nicht hören. Die gehen mir auf die Nerven. Ich möchte euer Flachs. Boah, was war denn das? Ach, wieder so ein Magier-Typ. Oh, wir haben Brennen am Start. Fieses Sodbrennen. Ich hau hier nochmal Leben nach. Zack. Zack. Bam. Und zack. Und du auch noch. Komm, jetzt mal. Was ist denn das? Wahnsinn. Was war denn das für eine Möwe? Senkrechtstarter. So, du auch noch bitte. Ach komm, wegen dem Millimeter hier. Jetzt haben wir... Ich dachte, das war der Magier gerade. Jetzt haben wir den Magier hier noch kaputt. Oder den Schaman. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Nahkampf vielleicht doch besser, wa? Oh ja. So, du gibst Ruhe. Der Große ist auch weg. Haben wir es jetzt geschafft? Ich will nochmal schnell mit euch ins Dorf gucken. Aber an sich ist das eine gute Taktik. Sonst brauchen wir immer relativ viel Nadelfeile. Guck mal, da oben steht noch einer. Aber ansonsten einfach Knochenwanst an. Und einmal durchgerannt. Ach komm, das macht zu wenig Schaden. Viele sind es nicht mehr. Wir haben noch eine Minute Knochenwanst. Komm, wir hauen die noch kaputt. Den noch kaputt. Ah, es sind doch noch relativ viele hier, ey. Leute, kommt ihr alle her? Weiß nicht, komm, wir hauen noch mal einen Ausdauertrank hinterher. Wozu haben wir sie gebraucht? Uah. Wozu haben wir sie gebraucht, ne? Ich habe noch gar nicht geguckt, ob die Felder haben. Ich hoffe doch. Ich sehe gerade keine. Oh, das Kido da oben nervt mich. Komm runter. Oh, ich glaube, die haben kein Feld. Ah, das wäre ja richtig fies. Da haben wir uns hier voll viel Arbeit gemacht. Für nix. Ich will eigentlich nicht eure Hütte kaputt hauen, weil ich finde die cool. Haben wir jetzt alle. Da oben stehen noch zwei auf dem Turm. Die können wir erstmal kurz egal sein. Ah, doch, hier, guck, hier ist ein Feld. Aber es ist Gerste, ne? Gerste brauche ich nicht. Ich brauche Flachs, Leute. Habt ihr irgendwo Flachs? Vielleicht in der Truhe. Ach, Mann. Ich will da nur mal kurz in die Truhe gucken. Was war denn das? War auch Gerste. Zack, weg mit dem Vieh. Wir gucken nochmal schnell rum. Aber ich glaube, hier gibt es nur Gerste. Ja, hier gibt es auf jeden Fall nur Gerste. Schade. Na egal. Gerste ist auch gut. Und wir haben hier auf jeden Fall wieder ein großes Gebiet an Ebenen. Ich denke, da wird sich noch ein Dorf finden. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Da oben, den könnt ihr euch noch ein bisschen angucken. Übermorgen 19 Uhr geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.